Mein Name ist Ernst Theiss, ich arbeite gerade mit dem Münchner Rundfunkorchester zusammen. Wir arbeiten an Musik der 20er Jahre, die sich zwischen Klassik und Jazz bewegt, und werden sie am 29. März um 19.30 Uhr im Rahmen des Mittwochskonzerts vorstellen, und zwar im Prinzregententheater, und hoffen natürlich auch, dass Sie uns besuchen werden.